Es sind diese Bilder voller Leid, Kummer und Schmerz, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Alles für Ihr Wochenende. Das ist unsere Mission. Warum ich das ertragen muss, gleich mehr. Doch erstmal die schönen Bilder. Obwohl ich eigentlich gar nicht so der Fahrradfan bin, habe ich mich für Sie nochmal aufs Fahrrad getraut, weil es sich am Wochenende gleich doppelt lohnt. Der Startschuss für die Aktion Stadtradeln fällt am Samstag. Jeder, der im Rhein-Neckar-Kreis wohnt, arbeitet oder zur Schule geht, kann für den guten Zweck in die Pedale treten. Denn es heißt, gemeinsam Kilometer sammeln, um den eigenen Verein zu unterstützen. Mitorganisiert hat das Klimaschutzmanagerin Sandra Frohrath-Koster vom Landratsamt. Es geht darum, so dabei sein ist alles. Mit ihren Fahrradkilometern, die Sie sammeln in den 3 Wochen, können Sie ein aktives Zeichen für den Klimaschutz setzen. Wir sehen dann, wie viele Menschen teilgenommen haben und sehen auch, wie viele Kilometer die erradelt haben. Und jeder einzelne Kilometer zählt, auch wenn es nur die Distanz ist, um morgens die Kinder zum Kindergarten zu fahren oder Brötchen zu holen. Sie können sich online über den PC oder das Smartphone anmelden. Dort können Sie auch Ihre gesammelten Kilometer hochladen und so ganz einfach was fürs Klima tun. Klimaziele sind hier in weiter Ferne, im Dossenheimer Steinbruch. Der hat seinen Ursprung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und nimmt einen mit auf die Reise in die Vergangenheit. Wilder Westen in der Ronn-Region. Das Highlight der Anlage, die Ringbahn. Ja, es ruckelt und schuckelt überall. Man merkt es wirklich am ganzen Körper und es ist total ein einzigartiges Fahrerlebnis. Das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Am Sonntag ab 11 Uhr fährt die Ringbahn auf Hochtouren. Matthias Schilling sitzt dafür nicht nur am richtigen Hebel, der Steinbruch ist seine große Leidenschaft. Ja, Sie sehen zum einen hier das Material, das die Gemeinde aus den Nachbarsteinbrüchen organisiert hat. Das ist ein großer Seilbagger mit 60 Tonnen. Das ist ein alter LKW, der dann damals die Feldbahn verdrängt hat. Das ist das tolle Zahlmeisterhäusle, bei dem der Lohn früher ausbezahlt worden ist an die Steinbrecher. Und natürlich unsere Sammlung, die inzwischen aus 71 Fahrzeugen besteht. Alles rund um die Minenarbeiter von damals können Sie an echten Exponaten erkunden. Geschichte zum Anfassen quasi. Noch mehr Berührung gibt's nur beim Selbstverteidigungskurs in der Mannheimer Abendakademie. Zugegeben, wir haben zu Beginn ein wenig übertrieben. Dieser Kurs am Wochenende ist eigentlich für Kinder von 8 bis 13 Jahren. Gerhard Strahl macht die Kids fit für den Ernstfall. Richtet sich das nur an die super fitten Kinder oder kann ich auch kommen, wenn ich so ein kleiner Couch-Potato bin? Ganz im Gegenteil, also Selbstverteidigung ist für alle da. Es gibt keinerlei Grundvoraussetzungen, das gilt im Allgemeinen, egal ob Männlein oder Weiblein, ob jung oder alt, ob gebrechlich oder nicht gebrechlich, irgendwas kann jeder machen. Und Motto dieses Kurses ist ja, Selbstverteidigung ist einfach, das heißt, es ist gar nichts, was irgendwie groß an die Substanz geht. Einfache Übungen, mit denen man sich durch wenige Handgriffe aus den Fängen eines Angreifers befreien kann, stehen hier im Vordergrund. So brutal geht's also nicht zu. Ja, so schnell wie hier lag ich noch nie. Wie das geht am Wochenende in der Mannheimer Abendakademie. Und mindestens genauso schnell geht's jetzt in den Überblick. Mit Spaß fürs Klima strampeln und das im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Online anmelden auf www.stadtradeln.de. Tuff, 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 die Ringbahn. Nimmt auch Sie am Sonntag ab 11 Uhr mit. Für 3 Euro pro Fahrt am Dossenheimer Steinbruch. Zum Mini-Bruce Lee wird Ihr Kind am Wochenende in der Mannheimer Abendakademie. Samstag und Sonntag 14:30 bis 16 Uhr. Für 13 Euro.